Das ging richtig steil hoch. So schon Schwarzwald hier. War mein Fehler. Ich hätte es eigentlich auch nicht tun sollen, aber es war einfach zu verlockend. Hey, hey, was habe ich denn da wieder geplant? Aber geil. Das wird mir keiner glauben. Es ist 6.53 Uhr. Ich bin schon wach. Ja, pennen alle noch. Nice. So, dann versuche ich mich nicht länger hier aufzuhalten. Schwimmen fällt heute aus. Hier gibt es auch so Fächer, die. Fächer in Fässern, die man sich bieten kann. Hier sind die Wiegerspitze. Aber es gibt oben noch modernere Anlagen. Also ist hier eigentlich schon top. Kann man nicht meckern. Für 11 Euro. Ja, dafür ist man hier auch in der Metropole Horb, Nordschwarzwald. Hier gibt es auch überdachte Fahrradstellplätze. Ja, kaum zu glauben. 8.01 Uhr und ich bin vom Hof. Ist das cool. So, jetzt fahre ich erstmal zu meinem Bäcker. Es ist noch echt frisch. Das war heute Morgen, als ich aufgewacht bin, 11 Grad. Wird jetzt auch nicht viel wärmer sein. Schau mal. 13 Grad. Kurze Hose, aber es geht. Und ja, es soll richtig heiß werden wieder heute. Ja, bin mal gespannt. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ach, ich wollte ja anders fahren. Da muss ich nicht hier so lang dieser schlechten Straße entlang. Ist besser ausgebaut, das geht eh bergab. Da kann ich es rollen lassen. Oh, meine Tasche ist noch offen. Ist das frisch, 13 Grad. Oh, wie geil. Ich fahre jetzt ja jetzt in die Stadt rein, extra wegen des Bäckers. Ich muss nachher wieder ein Stück hochfahren. Aber der Bäcker, so unscheinbar der ist, der backt noch selber. Und ich weiß auch, meine Oma hat damals, und mein Opa vielmehr, der hat Brötchen immer dort eingekauft und die haben so geduftet. Ich bin mal gespannt, ob da Kindheitserinnerungen wach werden. Ja, was man nicht alles tut, ne? Ja, im Hintergrund meine Grundschule. Und hier hat ein Klassenkamerad auch gewohnt. Ich kenne mich hier aus. Ja, ja, ja. Steinhaus, Hirschgasse. Ja. Und von diesem lila Haus hat meine Mutter die Farbgestaltung gemacht. Ach, das sind die besten Bremsbeläge, haben sie gesagt. So, hier ist der Bäcker. Unglaublich. 8 Uhr und es war schon alles ausverkauft. Nur noch vorbestellte Ware. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, schade. Deswegen extra hier runtergefahren. Trink jetzt einen Latte Macchiato hier beim Sauer. Der ist auch okay. Ist jetzt 8:45 Uhr. Habe jetzt eine halbe Stunde da gesessen und etliche Kaffee getrunken, um die Uhrzeit zu kompensieren. Geht's jetzt wieder zurück, bei Schott vorbei und ein bisschen am Neckartal entlang. Mal wieder durch das Ilinger Tor. Und an meinem Gymnasium muss ich jetzt nicht noch mal vorbeifahren. Das habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen. Das reicht mir auch. Ja, was ist eigentlich geplant? Ich fahre jetzt erstmal zum Bodensee runter in 2 Etappen. Folge dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg und weiche erstmal ab. Ich fange mit einer großen Abweichung an, weil ich wollte noch mal einen Ort, wo ich auch mal gewohnt habe. Ja, wird so ein bisschen, aber dann ist auch gut mit Nostalgie. Ja, fahre ich mal so ein bisschen Richtung Freudenstadt jetzt. Es geht doch nicht am Neckar entlang. Ich habe jetzt Osmann einfach das Ziel eingegeben
gar nicht groß geguckt. Er macht das immer gut und führt mich an recht ruhigen Gegenden. Und es geht hier kräftig hoch. Akku schrumpft schon zu Anfang. Naja, passt schon, wie der Schwab immer sagt. Entweder habe ich die falsche Route oder das falsche Fahrrad. Das nannte sich irgendwie Pilgerroute, sagte Osmand. Ja, alles trocken, Wahnsinn. Da gehört es weiter. Ich bin inzwischen aus dem Dickicht raus und hier im Wohngebiet von Diesen, meine ich. Ja. Es geht ordentlich hoch. Jo, schon schön. Ja, meine Route habe ich geplant, diesmal mit Bike-Router. Das ist so eine Webseite, nur so ein Ableger von B-Router. Kann man wirklich toll planen. Und habe die alle als Lesezeichen abgelegt und habe eigentlich heute zum ersten Mal versucht, GPX zu importieren bei Osmand. Und war ich da nicht so ganz zufrieden mit. Ja, es war mir dann doch zu fummelig, da noch heute Morgen rum zu experimentieren. Und deswegen habe ich jetzt einfach das Zwischenziel mal so eingegeben. Längs oder rechts? Ja, links. Oh, schön. Ja, bin jetzt doch relativ weit oben schon und dort hinten sieht man ja die Schwäbische Alb und dort hinten irgendwo die Burg Hohenzollern sogar, ja, relativ weit links. Ja, jetzt kommt endlich die Sonne raus, ist schön. Ja, zum Thema Hohenzollern, die Hohenzollernburg, die steht ja auf so einem Vulkanstumpf. Durch dieses Video habe ich auch was dazu gelernt. Es handelt sich nicht um einen Vulkankegel. Der Hügel besteht aus härterem Gestein, das der Erosion besser widerstanden hat. Und ja, vor kurzem gab es da wieder ein Erdbeben. Vor ein paar, ich glaube, ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht. Meine Mutter hat das berichtet, dass es sehr deutlich, sehr stark war. Das hat sie sogar in Tübingen noch gespürt. Ja, ich hatte es auch damals erlebt. 78 war das. Da bin ich morgen richtig aus dem Bett geschüttelt worden. Ja, ist sogar eine schöne Strecke, nur die Oberfläche ist etwas ruppig. Deswegen kann ich nicht ganz so schnell fahren. Aber schön ist es. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe, als ich beim Bäcker saß, den Campingplatz in Donaueschingen angerufen. Das ist Camping Riedsee. Der ist leider voll. Aber sie meinte, fragte mich, ob ich unterwegs bin. Ja, ja. Ich könnte trotzdem unterkommen, meinte sie. Ein Zelt würde sie noch unterbringen. Super. Aber ich glaube, das wird noch ein Abenteuer, die ganze Reise mit den Campingplätzen. Oh, da muss ich noch mal gucken, dass ich vielleicht zwei Tage im Voraus immer schon mal anrufe. Ja. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Hey. Achso, jetzt fällt es mir ein, ja. Sie meinte dann noch am Telefon, dass es da ein Volksfest gibt und dass etwas lauter zugeht als normal. Ich sag, was soll ich machen? Ich habe Oropax dabei. Ich bin jetzt in Schopfloch und ja, die Strecke, nein, ich bin in Dornstetten und die Strecke zwischen Schopfloch und hier ist wirklich gut ausgebaut. Gibt es ein richtiges Radnetz. Aber da gibt es sicher andere YouTuber, die hier in der Gegend gute Videos machen. Selbst diesen Trampelpfad kennt Osmand. Wahrscheinlich war das mal eine Komoot-Strecke. Komoot hat sich die ausgedacht. Und dann ist hier eine neue Strecke entstanden. Das ist ja nett hier. Jägermühle.
Ja, ist echt so schon Schwarzwald hier. Haupt ist ja nur Tor zum Schwarzwald. Reine Marketing. Futenhof. Futenhof heißt es hier oder so ähnlich. Schauen wir mal. Ich glaube, da klingel ich mal. Ich brauche mal Wasser. Jetzt hat mir gerade so ein Mädel, so ein junges Mädel aufgemacht. Jetzt frage ich mal, ob ich Wasser kriege. Ja, ich habe tatsächlich Rainer getroffen. Wir haben bestimmt 20 Minuten gequatscht. Hat mir sogar was zu trinken angeboten, Kaffee. Oder ich hätte auch ein Bier gekriegt. Aber er wollte nicht aufs Video. Er hat wirklich drauf bestanden, weil er Angst hat, dass halt Nachahmer kommen. Und ich möchte euch bitten, das auch nicht zu tun. War mein Fehler. Ich hätte es eigentlich auch nicht tun sollen. Aber es war einfach zu verlockend, weil ja, er mich doch auch sehr stark inspiriert hat, solche Reisen zu machen. Aber bitte noch mal nicht klingeln. Im Sommer sollen wohl sehr viele vorbeikommen. Ja, für mich geht es jetzt weiter. Ich fahre jetzt Richtung Dornhan. Da habe ich mal gewohnt und dann ist gut mit Nostalgie. Dann geht es weiter Richtung Donaueschingen. Das sieht nach Völkerball aus hier. Ja, bin da gerade hoch. Das ging richtig steil hoch. Da dachte jetzt nicht anhalten. Und erster Gang hat er hier hochgezogen. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass er tatsächlich so eine Art Anti-Schlupf hat. Also wenn er durchdreht, ja, dann geht er vom Gas runter. Das ist echt geil. Weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Kilometer heute noch schaffen soll bei solchen Wegen. Nach 150 Metern scharf rechts ab. Oh, es ist super angenehm heute mit den Temperaturen. Weiß nicht, 22 Grad schätze ich jetzt mal. Und recht windig. Scharf rechts abbiegen auf die Mainstraße. Okay. Es ist 11 Uhr. So viel Höhenmeter habe ich um diese Zeit noch nicht gemacht. Noch nie gemacht, meine ich. Ah, war herrlich. Ja, noch ein bisschen durch den Wald, Schotterwege. Sehr schön. Und habe nur noch 43% Akku. Jetzt ist es Viertel nach elf. Ja, ich habe ja noch einen dabei, aber wenn ich so weiterfahre, wird es knapp. Ich bin hier in Lauterbad. Freudenstadt, Lauterbad ist ein gutes Naturerholungsgebiet. Wellnessdorf bei Freudenstadt nennen sie das. Ja. Hier gibt es ja irgendwie die Inzigtalsperre auch noch. Ach, ist mir egal. War ich schon mal als Kind, glaube ich. Jetzt gucke ich doch mal, was hier noch los ist. Hier ist ein Hotel und eine Blumenwiese. Schön von Karren. Hier gibt es einen Bienenleerfahrt und so weiter. Dafür habe ich keine Ruhe. Weiter geht's. Ich musste doch mal kurz anhalten. Boah, das ist steil. Ay, ay, was habe ich denn da wieder geplant? Ich habe es ja eh nicht geplant. Ich habe es einfach nicht geplant. 36% Akku. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich hier wieder anfahren soll. Oh, aber geil. Es macht Spaß. Das passt hier irgendwie gar nicht hin in das Dorf. Ich bin gar nicht nur durch so ein richtig uriges Dorf gefahren. Und dann diese pompöse Architektur hier. Aber da geht es ja noch weiter. So, bin jetzt in 24 Höfe. Auch schon mal gehört. Natürlich kommt jetzt ein Auto. Ich habe gerade hier ein Schild, Dornhahn 8,3 Kilometer.
Ich habe aber hier 6,93. Nehmen die von Osmond geplante. Wird schon passen. Es ist jetzt High Noon und habe jetzt immerhin schon 46 Kilometer zurückgelegt und ordentlich Höhenmeter. Ich kann es gar nicht sagen, wüsste gar nicht, wo ich da nachgucken sollte. Ja, so toll ist meine App auch nicht, ist so kompliziert. Aber ich gucke mir hier so lange das Spiel an. Ja, es sind nur noch wenige Kilometer bis Dornheim. So, bin im Bitzweiler. Das war übrigens der Sportplatz von Bitzweiler. Die letzte Steigung vor Dornhahn. Das ist schon. Ich bin mal gespannt, was zum Schluss heute zusammenkommt. Akku ist auch gleich alle. 20% habe ich noch. Mal sehen, ob ich irgendwo in Dornhahn nachladen kann. Eieieiei. Am Ende des Tages werden es 1562 Höhenmeter. Scharf rechts abbiegen, dann nach 30 Metern links abbiegen. So viele Höhenmeter hatte ich selbst bei meiner Via Claudia Augusta Tour nicht an einem Tag. Da geht's wieder runter. Da geht's wieder runter. So, bin jetzt in Dornhahn eingerollt. Und alles hinter mir gab es damals noch nicht. War nur Acker. Links abbiegen auf die Holzfahrtstraße. Aber jetzt hier, Holzfahrtstraße habe ich gewohnt. Genau. Links abbiegen, dann nach 50 Metern rechts einordnen. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ja, hier habe ich mich damals auf die Fresse gelegt mit dem Roller. Ziel HFDS Dornhahn Donaueschingen 112,2 Kilometer erreicht. Ja, hier in dem Haus habe ich damals gewohnt. Wir sind von Schortens, Friesland, bei Jever. Bin ich mit 6 Jahren hier runter in Schwarmland gezogen, konnte kein Schwäbisch, musste neue Freunde suchen und mich mit Fasnet irgendwie auseinandersetzen. Ja, war aber nett hier, war schön, es gab immer Schnee im Winter und ja, ich habe eine schöne Erinnerung, hatte auch Freunde hier. Mal gucken, vielleicht ist jemand da. Ja, und das war das letzte Haus hier und danach alles dahinter, es war alles nur Acker, Feld und Wiese. Wahnsinn. 77, was haben wir jetzt? 22 kann man sich ausrechnen. Wahnsinn. In dem gelben Haus hinter mir war auch Toni Marshall öfter mal zu Besuch. Ja, ich habe einen Nachbarn gerade noch getroffen und Nachbarnsohn vom Nachbarn, mit dem ich damals gespielt habe. Und ja, der ist leider im Urlaub. Ja, so, dann fahre ich noch mal kurz zu meiner Grundschule. Ach, die gibt's noch. Oh, hier bin ich eingeschult worden. Da ist, glaube ich, keine Schule mehr. Oder doch? Cool. So, jetzt Ende mit der Nostalgie. Jetzt fahre ich weiter nach Donaueschingen. Muss mal die Route checken. Demnächst nach 650 Metern rechts abbiegen. Witzig, die haben sie als Zebras verkleidet. So optimal das Wetter. So optimal. Leichter Wind und angenehm. So, Kopf einziehen. Hui, war knapp. Fast den Gebiet. Nette kleine Hütte. Ist sogar nicht mal vandaliert, aber Grillen ist verboten wegen der Hitze, wegen Waldbrandgefahr. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe das Rode jetzt aus, weil ich noch mal nachladen muss.
Ja, jetzt habe ich es auch geschafft, von Bike Router zu importieren. Hat alles geklappt, ist super. Super easy. So langsam komme ich der Schwäbischen Alb näher. Ja, schon 58,8 Kilometer ist jetzt mein Akku auf 9%. Ich tausche den jetzt mal aus. Ich habe noch 65 Kilometer zu fahren. Ach, könnte knapp werden. Schaffe ich schon. Ja, natürlich war der Akku nicht ganz aufgeladen, der zweite, 61%. Aber gleich um die Ecke war hier ein Real, da habe ich eine Steckdose gefunden. Und jetzt lädt er. Ja, ich lade ein bisschen nach, eine halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Mal schauen, ob wir Essig hier was hängen. Da gibt es noch was vom Grill, cool. Oh, super gemütlich hier. Ja, wieder auf Tour. Gerade wie gesehen bei Real ein bisschen nachgetankt. Hab jetzt den zweiten Akku, den kleineren, jetzt nur auf 75 aufgepumpt. Weil ab dann ja auch langsamer lädt. Also ich glaube ab 80% lädt auch nicht mehr so schnell. Habe jetzt den leeren Akku jetzt noch mal ein bisschen nachgeladen. So, dass es reichen sollte, die restlichen 60 Kilometer. Ja, ich habe noch eine Frikadelle gegessen und habe noch Wasser eingekauft. War noch mal auf Toilette, habe mich frisch gemacht. Ja, so kann man die Zeit ganz gut rumkriegen. Fahrrad habe ich zwar abgeschlossen, nicht angeschlossen, draußen stehen lassen mit allem drum und dran, bis auf die Wertsachen. Also nebenan war ja so ein Grill. Die haben gerade abgebaut, vorne Mann, die waren da gut beschäftigt und hätten das auch gemerkt, wenn da jemand sich zu schaffen gemacht hätte. Ist immer ganz gut, soziale Kontrolle ist oft besser als eine mechanische. Das ist der Radweg. Oh Scheiße, 30 cm breit. Das ist der Radweg hier, 30 cm breit. Das ist nicht im Ernst, echt. Ich glaube, ich bin hier in Villingen-Schwenning. Da hatte ich mal Bundesjugendspiele. Oh Gott, dass ich das mal öffentlich sage. Mit 0 Punkten nach Hause gekommen. Das war, glaube ich, der schlimmste Tag meines Lebens. Irgendwie konnte ich nicht werfen. Aber im Schwimmen war ich immer der Klassenbeste, aber das wurde nicht geprüft. Ah. Ja, mit dem Radweg, das haben sie ganz raffiniert gemacht. Wenn das eine durchgezogene Linie ist, ist das ein Radweg. Wenn das so eine gestrichelte Linie ist, ist es ein Schutzstreifen. Und ein Schutzstreifen, ja, hat eigentlich gar keinen Sinn. Und bei einem Radweg müssen die Abstände nicht eingehalten werden von 1,50 Meter. Also vom Autofahrer. Ne? Da haben sie ein bisschen getrickst. Ich habe noch meine 45 Kilometer. Und ja, Rainer hat mir tatsächlich heute Morgen ein Bier angeboten. Aber sie fahren mir ein bisschen zu früh. Andererseits wäre es wirklich nett gewesen. Na, jetzt trinke ich hier mal ein Wulle. Auf Rainer. Na, so richtig kalt ist es nicht. Es ist überhaupt nicht kalt. Ach, Herrgott, nochmal. Das ist übrigens der Testturm von ThyssenKrupp. Dort werden Aufzüge getestet. Die haben ein neues System, das nennt sich Multi. Das sind Kabinen, die auch in der Horizontalen fahren können. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dort hochzufahren. Ja, ich war 2019 mal oben. Und ja, man hat einen super Blick. Ich blende mal ein paar Bilder ein. Ich habe damals auch gefilmt. Es ist der erste Aufzug, der ohne Seil fährt, der sich vertikal und auch horizontal bewegen kann.
Betriebssystem, in dessen Schacht nicht nur eine Kabine fahren kann, sondern mehrere Kabinen gleichzeitig frei durch ein Gebäude zirkulieren. Multi. Mit Multi leiten wir den Wandel einer ganzen Branche ein. Wir werden die Art und Weise... Wie oft fahren Sie am Tag? Maximal 30 Mal. Ja. Mit hoch und runter. Kommt auch immer darauf an, wie schnell die Leute sich reinbewegen und wieder raus. Und wie viel noch groß ist. Schön. Sie können ja immer alleine hoch und runter fahren. Wie oft Sie wollen. Nee, ich kann nicht. Zum Spaß. Nee. Nur wenn keine Besucher da sind. Ja. 16 Meter pro Sekunde. Nee, 8 Meter pro Sekunde hat der hier. Also knapp 29 Stundenkilometer. Der 16er, der hat ja 18 Meter pro Sekunde, der hat 65 Stundenkilometer etwa. Da brauchen Sie aber Druckausgleichskabine. Ja. Und ist eigentlich nur ein Transportaufzug. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, am Mittwoch hatte ich ja meinen letzten Arbeitstag vom Urlaub. Und ja, wie es so ist, am letzten Tag muss man immer ein bisschen länger arbeiten, um die Sachen fertig zu kriegen. Ja, und dann wollte ich nach Hause und anfangen, Sachen zu packen. Ja, und 500 Meter vor meiner Haustür reißt mir die Kette. Weil irgendwie der Radweg so eng war, plötzlich musste ich schalten. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig runterschalten. Und dann beim Anfahren hat es knack gemacht und dann lag die Kette auf dem Boden. Und das einen Tag vor einer Radreise. Normal kriegst du ja keinen Termin irgendwo noch in der Werkstatt. Ich hatte zum Glück noch Ersatzketten da. Aber ich wusste natürlich nicht, dass man sich richtig um den Umwerfer einfädelt. Hab's trotzdem falsch gemacht. Also konnte ich sie wieder aufmachen und dann mit dem Kettenschloss wieder schließen. Andererseits ist es natürlich ganz gut, wer weiß, wann die Kette gerissen wäre. Bestimmt heute an irgendeiner Steigung. Ja, seitdem schnurrt es wieder wie ein Kätzchen. Boah, die Kette hatte ich jetzt gar nicht so lange drauf. Ich weiß es gar nicht, 2.000, 3.000 Kilometer. Ja, ich glaube, das ist jetzt die vierte Kette. Und immer noch das Originalritzel, also hinten und vorne. Die sehen echt noch gut aus, nach 13.780 Gesamtkilometer. Ja, jetzt sind es noch etwa 28 Kilometer. 90,2 bin ich jetzt gefahren. Ja, ich freue mich auf den Campingplatz und das Dorffest. Oh Mann. Drosselingen war das gerade, glaube ich. Ja, das ist die Drossel. Der Futtermacher, ganz viele Wachhunde hier. Ich glaub's ja nicht, das war der Neckar. Ja, fängt auch mal klein an. Ja, Donaueschig, ne? Da entspringt er doch, oder? Nee, das war die Donau. Oh, das ist peinlich. Ja, hier gibt's eine tolle Durchfahrt durch Villingen-Schwenningen. Sehr schön. So richtig mit Fahrradstraße und Radweg, schön breit. Ja, ja, ich werde noch zum Fahrradwegtester. Aber alles, was hier Fluss ist, ist irgendwie ausgetrocknet. Und heute ist ja irgendwie scheinbar so ein Ausnahmetag.
gar nicht so heiß. Gestern waren es ja echt fast 40 Grad wieder. Mann, Mann. Ich habe nur etwa 20 Kilometer. So, bin jetzt in Schwenningen. Von Villingen-Schwenningen. Kennzeichen VS. Blümchen gibt es ja auch. Wie überall. Ja, da unten hätte ich fahren müssen. Aber wenn sie eine Brücke anbietet, kann ich nicht nein sagen. Umdrehen. Ja, da geht es tatsächlich zur Neckarquelle. Ich bin ja eigentlich nicht so der Quellenbesucher. Wo ist die denn, ist die bescheuerte Quelle? Da kommt meist eh nichts raus. Das ist mir auch egal. Ich fahre jetzt weiter. Da guckst du dir so eine Quelle an, da steht was dran. Meist siehst du gar kein Wasser. Der Radweg kommt mir doch bekannt vor aus einem Video. Ja, das ist traumhaft. Ja, auch mir reicht's. Ich habe jetzt noch immer noch 18 Kilometer. Aber irgendwie, ich habe heute Nacht auch nur 2 Stunden wach gelegen. Es waren so um die 11 Grad. Aber ich habe einen neuen Schlafsack gewandt. Das ist echt der Hammer. Aber erzähl ich mal später. Ist am besten, wenn man das auch so ein bisschen zeigen kann. Ja, mein Alter, der war 35 Jahre alt und hat sich so langsam am Kopfteil aufgelöst. Ja, ich habe den kleinen Akku drin, den 500er, und schlagartig war die Power weg. Ich fahre eigentlich die ganze Zeit im Tourmodus. Ich habe jetzt gerade den letzten Kilometer mal auf EMTB geschaltet. Oh, jetzt ist komplett weg. Obwohl er noch 12, 13 anzeigt. Ist ja krass. Pui. Dann werde ich noch mal tauschen. Ich habe den anderen auch noch mal nachgeladen. Ja, schön. Ja, hier gibt es eine Infotafel über die Radwege. Drei-Welten-Radweg, Schwarzwald, Rheinfall, Bodensee. Aber ich dachte, ich bin jetzt hier auf dem Heidelberg. Ja, steht's in Rot. Heidelberg, Schwarzwald, Bodensee, Radweg. Da ab Villingen-Schwenningen, würde ich mal sagen, bin ich aufgesprungen heute. Und dann geht es morgen weiter Richtung Singen, gerade aufs Zell und dann nördlich vom Bodensee entlang. Ach ja, ich werde noch einen anderen YouTuber treffen in Lindau. Bin mal gespannt, ob das letztendlich klappt. Aber der Campingplatz ist wohl schon gesichert. Ja, so ein Radweg ist halt auch Straße. Ne? Also nennt sich halt Radweg. Ich dachte gerade, das ist die Via Claudia Eschingen hier. Und da fahren halt Autos auch auf dem Radweg. Nee, ist kein Radweg. Das war nur ein Anlieger mit seinem Auto. Der Radweg ist extrem gut ausgebaut und es fahren so gut wie keine Autos auf diesem Abschnitt. Da kommst du ja wieder nicht voran. Ey. Stehen hier Alpakas rum. Aber die interessieren sich nicht für mich. Ich eigentlich auch nicht für die. Hey du Alpaka, komm mal. Hey du Alpaka. Alpaka. Ah, na komm. Gib Futter, Futter, Futter. Mist, ich fahr jetzt weiter. Was soll der Quatsch hier? So, bin in Donaueschingen. Aber die Donauquelle interessiert mich nicht. Habe ich schon gesehen. In Bewegtbildern. So, ich will zu meinem Campingplatz.
Ja, geht hier nochmal durch so einen Park durch. Schön. Mit Entchen und Schwänchen. Alles, was man braucht für so einen Park. Nach 150 Metern rechts abbiegen, dann rechts halten. Boah, ist das trocken hier. Aber die Feuchtigkeitsschäden im Haus bleiben. Abrissreif, aber erhaltenswert, oder? Oh, schon ziemlich fertig hier. Risse, Setzungsrisse. Aber schöne Gauben. So, die letzten Meter. Ich sehe schon, glaube ich, Karawans. Ja, bin mal auf das Dorf festgespannt, das mich da erwartet. Und mich. Wachhält wahrscheinlich. Naja. Hauptsache, ich krieg noch irgendwie ein Plätzchen. Die sagte, ja, sie kriegen wir noch irgendwie unter. Ja, nett, freundlich. Ja, aber es ist echt doof, dass alles so ausgebucht ist. Wo man wirklich so platzsparend ein bisschen Wiese braucht. So, da sind wir. Ja, die war super freundlich an der Rezeption. Sie hat auch in Hamburg gelebt und ging dann zur Schule. Kaifu, ja, schöne Grüße, falls du oder sie das sehen. Ja, jetzt habe ich hier den weit entferntesten Platz von dem Dorffest. Das ist da hinten. Und habe nochmal Duschmarken, ach Quatsch, Strommarken mir besorgt. Ich hätte es auch in der Rezeption abgeben können. Aber ich wollte unabhängig sein. Ja, das Fest wird mindestens bis 12 gehen. Aber die Entfernung ist so weit. Okay, vor 12 gehe ich sowieso meist nicht ins Bett. Ja, dann mal schauen und das Zelt aufbauen. Und da kostet halt so eine Kilowattstunde 80 Cent. Und da gibt es hier so historische Kästen. Ja, das hatte ich so auch noch nicht bis jetzt. Ja, das ist immer spannend. So, Nummer 2. Stecker ist drin. Geht ja nicht nach Zeit, sondern nach Kilowattstunde. Ja, ist teuer, aber es ist, ach, ist okay. Ich verbrauche ja nichts. Wahrscheinlich reicht mir eine Kilowattstunde. Ja, läuft. Ich weiß gar nicht, was da reingeht. Es spricht 625 eine 0,625 Kilowattstunden? Ich glaube schon, ne? Ja, Milliampere-Stunden. Ist ja Watt. Ja, ich habe nur ein Ladegerät dabei, da muss ich einen nach dem anderen laden. Aber das ist kein Problem. Das Kabel mal unten durchführen. Die Musik hat er jetzt erstmal richtig aufgedreht. Ich dachte, es ginge, aber ja, jetzt wird es zünftig. Ja, jetzt mache ich mir erstmal eine Wulle auf, eine weitere Wulle, Wulle 2. Abonnieren nicht vergessen. Bum, 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 bum. Es gibt zwei Optionen. Entweder man feiert mit oder man packt die Ohrstöpsel rein. Ich habe Ohrpacks dabei.